Jo Leute, was geht? Heute mal wieder zu einem neuen Video von TVRC und ja, ich würde mal sagen, starten wir doch einfach mal direkt. Heute geht es mal um ein paar Sachen, die jedem bestimmt klar sind und wieso. Ihr kennt doch bestimmt diese Leute, die machen so ein Foto und deren Freundinnen kommentieren dann unter diesem Bild Model. What the fuck? Ihr kennt doch bestimmt diese Leute, also ich zumindest nicht. Dann gibt es noch diesen Moment, wo du im Bett liegst und dann vergessen hast, das Licht auszumachen. Ey, das ist doch eigentlich das Einzigste, was gar nicht zu vergessen ist, das Licht. Und dann, du liegst im Bett, ne? Und dir geht die Birne an, ne? Weißt du? Die Birne geht an und du machst das Licht aus. Eine der schlimmsten Dinge, die wirklich immer passieren und überhaupt möglich sind, ist es, wenn du einfach irgendwas erzählen möchtest. Du möchtest einfach eine Geschichte erzählen und dann kommt irgendein Voll-Shitem zu dir und unterbricht dich. Du gehst in die Stadt und hast irgendwas vor und dann denkst du dir so, ja, schau es mal in den Hosentaschen nach. Kopfhörern! Und das Schlimmste ist es wortwörtlich, wenn du deine Kopfhörer dann vergessen hast, sie zu Hause liegen, herumschlummern oder sogar dein Akku leer ist, aber du deine Kopfhörer dann dabei hast. Das ist einer der schlimmsten Dinge, die überhaupt sind. Ihr kennt es doch bestimmt, ihr geht in die Stadt, chillt ein bisschen und dann bekommt ihr WLAN. Irgendwie aus irgendeinem Grund bekommt ihr dann WLAN und ja, die Anzeige von 0 bis 100 ist auf jeden Fall 0 bis 100, also 100%. Solltest du dieses beschissene WLAN dann gebrauchen, du brauchst es gerade in diesem Moment, ist es auf 0 und du hast gar keine Signalstärke oder irgendwelche Verbindungsmöglichkeiten. Damn it. Du bist am Telefonieren, ne? Oder irgendwer ist am Telefonieren und dann kommt jemand wieder auf die geniale Frage. Mit wem telefonierst du? Kennst du nicht, ja? Okay. Du VIP. Bei jedem Menschen ist das so, anstatt zweimal zu laufen, läufst du eigentlich nur einmal. Indem du einfach die ganzen Sachen überall hinpackst. Einmal hier um die Schulter, da um die Schulter, hier um den Bauch, am besten auch in die Hosentasche, dann dahin. Weil der Mensch ja so faul ist und es nicht hinbekommt, zweimal zu laufen, sondern in einem Zuge sich lieber die Arme brechen möchte oder irgendwas anderes. Der glücklichste Moment ist es natürlich, wenn du auf Facebook ein bisschen runterscrollst, scrollst runter und dann siehst du auf Facebook eine Streitigkeit zwischen zwei Personen oder sämtlich anderen. Und ja, dann sitzt du natürlich nicht so wie ich gerade hier, sondern natürlich so davor. Gut, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch runter oder kommentiert oder irgendwas anderes. Teilt es, wie gesagt, und bla 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 bla. Und abonniert, wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet.